Es ist wieder Schilddrüsenwoche. Das heißt, ich habe die letzten Tage mehrere Klienten gehabt mit einer ähnlichen Symptomatik, einer ähnlichen Problematik, die dann labordiagnostisch nicht wirklich weiterverfolgt wurde. Und deswegen möchte ich da auch einfach nochmal drauf eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das selber euren Blick dafür schärft, ein Bewusstsein bekommt. Deswegen werde ich da jetzt nochmal ein Video drüber machen. Habe ich schon mal, findet ihr weiter unten im Verlauf. Aber ich habe das Ganze ja nicht sortiert und deswegen möchte ich da einfach nochmal ein paar Worte drüber verlieren, weil grundsätzlich werden ganz viele Schilddrüsenfehlfunktionen nicht erkannt. Die fallen durchs Raster und wenn sie erkannt werden, dann werden sie einfach sozusagen mit dem Pflaster beklebt. Da gibt es ein Euthyrox, das dann, wen wundert's, ja, das erkläre ich auch noch, manchmal gar nicht wirkt, wie man das möchte. Und da möchte ich euch einfach selber ein bisschen sensibilisieren. Eigentlich sollte es Aufgabe eures Therapeuten sein, hier mal in die Kluft von Dr. Watson oder Sherlock Holmes zu schlüpfen. Da muss man nämlich ein bisschen auf Spurensuche gehen. Ja? Der erste Fallstrick an dieser ganzen Sache sind die Laborwerte, an die sich leider oft stumpfsinnig gehalten wird. Da wird dann oft nur ein TSH-Wert abgenommen und den kennt quasi jeder und da geht die Referenz von 0,5 bis 4, 4,5. Und alles, was da drinnen liegt, das wird als okay durchgewunken. So, da ist schon mal der erste Hund begraben. Jeder, der hier zwei oder mehr hat. Ah, da ist irgendwas im Argen und gerade wenn Symptome auftreten, die auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen, also einen retardierten Stoffwechsel, dann muss man da einfach tiefer gucken. Denn das eigentlich wirksame Schilddrüsenhormon, das T3, das muss in mehrere Instanzen erst gebildet werden. Das TSH ist ja quasi nur der stimulierende Faktor für in erster Instanz das T4. Das ist das, was in diesen Euthyrox-Tabletten drin ist. Und das wiederum muss dann umgewandelt werden in eine aktive Form, das T3. Und da gibt es auch noch eine ganz, ganz hohe Fehlerquote. Das heißt, in so einem Labor reicht einfach der TSH nicht. Ihr braucht das T3 und das T4. So, und wenn dann das nicht auffällig ist, der Patient aber trotzdem der Symptomatik nach aussieht, als könnte da was nicht passen, dann muss man noch das Reverse T3 testen. Das ist quasi ein falsch zusammengebautes, unbrauchbares T3. Da komme ich noch drauf. Also, ihr guckt mal, wenn ihr da Kandidaten dafür seid, in eurem Laborbogen, den ihr dann ja mitbekommen habt, wo liegt das TSH? Das sollte unter 2 sein. Ihr guckt dann auch mal euer T3, T4 an. Das sollte im oberen Drittel des jeweiligen Referenzbereiches liegen. Also der Referenzbereich ist von Labor zu immer verschieden. Das heißt, ihr nehmt die gesamte Spanne, teilt die in 3 Teile und ihr solltet im oberen Drittel liegen. Ansonsten stimmt da was nicht. Wer dennoch Probleme hat, auch wenn das passt, die darauf hinweisen, der geht mal bitte zu seinem Arzt und guckt, dass er mal das Reverse T3 bestimmt bekommt. Ansonsten, es gibt so ein paar Faktoren, die quasi diese Umwandlung forcieren, dass das unbrauchbar in Reverse T3 umgewandelt wird. Dann muss man an diesen Faktoren arbeiten, dass sich diese Symptome bessern. Also ich weiß nicht, ob ihr euch Gedanken gemacht habt, warum früher Schilddrüsenfehlfunktionen eine Seltenheit waren und mittlerweile hört man das an allen Ecken und Enden, gerade Frauen und viele haben auch Hashimoto, also eine entzündliche Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die diese dann quasi zerstört. So, und warum ist das so? Das hat einfach mit unserem Lebensstil zu tun, mit den Umweltfaktoren.
Und da möchte ich ein Bewusstsein schaffen. Da könnt ihr selber ganz viel gegensteuern und ihr könnt, wenn ihr das diagnostizieren lasst, hier euer Mitspracherecht wirken lassen. Ja, also selber mitdenken, Eigenverantwortung ist ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz essentieller Punkt für Schilddrüsenfehlfunktionen. Aber der einfachste sind einfach Mikronährstoffmängel. Ja, dass es jetzt fehlt an Zink, Selen, Eisen, Magnesium, Vitamin A, Vitamin D, solche Sachen. Ja, also da muss man einfach mal gucken lassen in einem Mikronährstoffprofil, ob hier irgendeiner dieser Stoffe fehlt, die gebraucht werden, um das T4 herzustellen und das T4 wieder umzuwandeln in das aktive T3. Und Selenmangelgebiet haben wir hier. Wer das nicht einnimmt, hat hier oft ein Problem. Magnesiummangel haben auch ganz viele Menschen. Zink auch nicht immer bei allen wirklich auf einem guten Level. Gerade Frauen haben ganz, ganz oft einen Eisenmangel. Da ist auch wieder das Labor ein Problem. Ab 30 sagt man, ist der Ferritinwert, den ihr testen müsst, okay. Gar nicht okay. Da müsst ihr oft in einem viel, viel höheren Bereich liegen. Also ich selber muss sagen, bei mir unter 80 habe ich ein Problem. Ja, das ist ein bisschen individuell verschieden, aber 30, 40 ist mit Sicherheit kein guter Eisenwert, wenn man denn irgendwie Schilddrüsensymptomatiken aufweist. So, da kann man ganz einfach an diesen Stellschräubchen drehen und diese Enzyme, die Deiodase und sonstige Enzyme, die damit zu tun haben, mit den richtigen Stoffen versorgen, dass die arbeiten können. So, dann wird es schon ein bisschen komplizierter. Ja, dann haben wir nämlich verschiedene Toxine, Giftstoffe wie Schwermetalle, aber auch Dioxin, Bisphenol, Glyphosat, was weiß ich, sämtliche Giftstoffe, die wir aus der Umwelt zu uns nehmen, die können Enzyme blockieren. Da kann auch die Schilddrüse mit betroffen sein. Gerade wenn die Leber hier am Anschlag ist, in der Leber wird das T4 zum T3 umgewandelt. Ja, also da ist ein ganz, ganz entscheidender Ort für eure Schilddrüsenhormonproduktion. Und wenn hier irgendwas überlastet ist, blockiert ist, dann kann es einfach an der Stelle hängen. Es gibt ganz, ganz viele Schwermetalle, die genau mit diesen Mineralien konkurrieren, also Quecksilber, Blei, Cadmium, Arsen, die verdrängen einfach eure Mikronährstoffe, Zink, Selen, Kupfer, Mangan aus ihren Bindungsstellen und dann funktioniert das ganze Enzym nicht mehr. Das nächste sind Xenoöstrogene, also synthetische Östrogene. Diese ganzen Umweltgifte, die wirken ja auch östrogenärk und Östrogene blockieren auch unsere Schilddrüsenenzyme. Ja, das heißt, denkt man an der Stelle einfach mal einen Schritt weiter. Das sind somit auch solche Dinge wie orale Kontrazeptiva, die Pille, Östrogenpräparate der synthetischen Art. Also auch die forcieren eine Schilddrüsenunterfunktion. Also da mal unbedingt dran denken. Und natürlich das Syndrom der Östrogendominanz. Das heißt, eine vermehrte Einlagerung von synthetischen, östrogenähnlichen Stoffen, die dann vielleicht auch noch zum niedrigen Progesteron, ja, hier eine große Schere bilden, da kann auch eine Schilddrüsenunterfunktion mitbedingt werden. Also gerade weil ein Progesteronmangel auch die Körpertemperatur senkt und auch das wieder die Bildung der Schilddrüsenhormone einschränkt. Ja, das ist ja auch so ein Merkmal, ob da was nicht rund läuft, wenn ihr einfach mal morgens eure Basaltemperatur messt, wo die denn liegt. Also so Untertemperatur ist auch immer ein Warnzeichen für eine Schilddrüse, die vielleicht nicht so ganz rund läuft. Sonst haben wir noch solche Toxine wie Fluor,
die verdrängen ja Jod. Ja, oh, Jod habe ich, glaube ich, vorhin vergessen, ja, bei den Mikronährstoffen. Ganz, ganz wichtig. Jodmangel ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man jetzt hier vielleicht noch Fluortabletten eingenommen hat, mit fluorhaltiger Zahnpasta putzt, ständig die Zähne fluorieren lässt, das braucht ihr alles nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten für die Zähne. Ja, Boa ist da auch so ein Thema, gehört jetzt da nicht hin. Anderer Punkt kommt noch. Damit verdrängt ihr Jod. Also ihr müsst das Fluor ausleiten. Kann man machen, das hat im Körper nichts verloren. Das wirkt toxisch, das hemmt auch Enzyme. So, dann allgemein eine Azidose, also eine Übersäuerung des Organismus, blockiert immer Enzymaktivität, egal an welchem Organ. Ja, auch das bitte im Hinterkopf behalten. So gut wie jede chronische Zivilisatoseerkrankung zieht eine Azidose nach sich. Na, das kann man auch im Labor messen, wenn man mal diese Mineralien im Vollblut testet. Das sieht man recht schnell, ob hier eine Übersäuerung vorliegt, die da eine Auswirkung haben kann. Medikamente sind ein Faktor, ja, zum Beispiel Beta-Blocker, ja, also der Wirkspiegel eines Beta-Blockers korreliert mit der Problematik, dass hier das T3 zu viel in Reverse T3 umgewandelt wird. Das heißt, in der Leber und im Darm, aber auch in anderen Organen, aber Darm wichtig, ja, auch hier wird das T4 in das aktive T3 umgewandelt. Und wenn hier gewisse Parameter einfach nicht stimmen, dann wird da zu viel in eine falsche Form umgewandelt. Da wird das Jod einfach durch die Iodasen an die falsche Stelle eingebaut und dann ist das unbrauchbar. Ja, ein bisschen Reverse T3 haben wir immer, aber es kommt immer auf das Verhältnis an. Und es gibt einfach Medikamente, die dazu führen, dass zu viel von diesem unbrauchbaren T3 gebildet wird. Und wer jetzt mitgedacht hat, der weiß, an der Stelle hilft einem ein Eutyrox, ein T4-Präparat gar nicht, weil der Fehler, der liegt weiter hinten und der liegt ganz oft weiter hinten. Ja, und auch solche Medikamente wie orale Glukokortikoide, also Cortisonpräparate, auch die führen zu einer vermehrten Bildung von diesem Reverse T3. Stress an sich, ja, also wer einen erhöhten Cortisolpegel dauerhaft hat, der kann Schilddrüsenprobleme bekommen. Die Schilddrüse versucht, diese ständige Übersteuerung, diesem Vollgas gegenzuwirken. Was macht die natürliche Folge? Es wird ja die Bremse reingehauen. Das T3 wird gebildet. Ja, und dann muss man halt gucken, wie man seine Stressparameter in den Griff bekommt. Da gibt es Verschiedenstes, ja, von Entspannungstraining über diverse Dinge wie Rhodiola, Ashwagandha, alle möglichen Adaptogene, die runterfahren, Strophanthin, also ja, da muss man einfach mal mit seinem Therapeuten drüber sprechen, wenn man nicht selber klarkommt, wie man dem am besten gegensteuert, weil Stress ist ja nicht nur, was die Schilddrüse angeht, das ist ja generell hier ja, einfach eine Bombe, die hier viel, viel, viel Unheil und Schaden anrichten kann. Ansonsten das Darmmikrobiom, ganz, ganz wichtig. Also wenn da die Mikrobiombesiedelung nicht stimmt, auch dann klappt es nicht mit der ausreichenden Umwandlung der Schilddrüsenhormone. So, ganz wichtiger Faktor auch noch eben diese Silent Inflammation, diese stillen Entzündungen, die werden ja ganz oft auch getriggert durch diese Lipopolysaccharide aus dem Darm, die die Darmbarriere überwinden können. Guckt mal ein paar Videos zurück. Ich bin da schon drauf eingegangen. Diese Lipopolysaccharide, die triggern ganz viele Entzündungsfaktoren überall im Organismus. Und da richten die viel Schaden an. Die provozieren auch diesen nitrosativen Stress. Auch das ist ein ganz, ganz riesiges Problem. Es kann auch einfach sein, dass euer Nitrostress, der lässt sich ja zum Beispiel unter anderem im Blut
durch Nitrotyrosin messen. Das heißt, dieses Stickstoffmonoxid verbindet sich mit dem Tyrosin. Und das ist ein Faktor, der dann quasi erfassbar ist, wie viel ihr nitrosativen Stress habt. So habt ihr jetzt viel Stickstoffmonoxid, das quasi entsorgt wird durch das Tyrosin, habt ihr ein Problem, weil das Tyrosin ist ja Baustoff für euer Schilddrüsenhormon. Das heißt, es fehlt einfach an der Stelle schon. Ja? Also wie ihr seht, man muss auf Spurensuche gehen. Es gibt ganz, ganz viele Fehlerstellen, wo es haken kann. Da findet man auch in der Regel was. Also ganz, ganz selten ist es der Fall, dass man einfach irgendwelchen Medikamenten ausgeliefert ist. Sollte es doch der Fall sein, dann es gibt Präparate, die T3 enthalten. Es gibt auch Präparate, die T3 und T4 enthalten. Also wenn ihr einer derjenigen seid, bei denen das T4 einfach nicht wirkt, man aber hier mal eine schnelle Lösung braucht, um zumindest mal überbrückend, bis man den Fehler gefunden hat, hier mal den Organismus zum Laufen zu bringen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts wirklich vergessen. Ja, also Hormone im Hinterkopf behalten, entgiften, das ist immer ein großes Thema. Gerade wenn so eine Schilddrüsenfehlfunktion in Verbindung steht mit unerfülltem Kinderwunsch, da müssen die Alarmglocken schrillen. Ja? Da muss man gucken, erstens nach Schwermetallbelastung, zweitens nach Schwermetallbelastung, drittens nach Schwermetallbelastung. Da wird sich irgendwo was finden. So. Wenn ich jetzt in der Hektik, ich habe das nicht groß vorbereitet, nur gerade einen kleinen Spickzettel geschrieben, was vergessen habe, seht mir das bitte nach. Ja, dann werde ich das im anderen Video mal noch mit einbringen. Wie immer, wer Fragen dazu hat, wer da ein bisschen hilflos im Regen stehen gelassen wurde, der darf mir gerne E-Mail schicken. Und dann bekommt ihr da einen Fahrplan an der Hand, wie ihr in eurem Fall hier einfach auf Fehlersuche gehen könnt. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche.